So ist das, wenn etwas funktioniert. Mensch, der war aber sauer. Dabei hatte ich meinem Leser bei einem Telefongespräch doch nur gefragt, ob ich seinen vollen Namen nennen dürfe. In genau diesem Newsletter. Ich wollte seine Erfolgsgeschichte, die er dank meines Ratgebers Super Profit mit Hörbüchern erlebt hatte, meinen übrigen Lesern publik machen. Aber seine Antwort war eindeutig. Wagen Sie es ja nicht, meinen Namen zu nennen. Damit machen Sie mir nur mein Geschäft kaputt. Das Tor zum Erfolg aufgestoßen hat er mit meinem Buch Super Profit mit Hörbüchern. Mit einem klapprigen, überalterten Computer, einer Soundkarte und einem Mikrofon, das er für 1 Euro, in Worten einen, bei eBay ergattert hatte, hat er losgelegt, direkt von seiner 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung aus. Dabei hat er nur das System aus meinem Ratgeber umgesetzt, 1:1, wie eine Blaupause. Seither habe ich etliche Male mit ihm telefoniert. Daher weiß ich, dass sich dieser ehemalige Hartz-IV-Empfänger in der Zwischenzeit über eine regelmäßige Einnahme von weit über 2000 Euro monatlich freuen kann. Neben diesem Superprofit mit Hörbüchern gewinnt er ständig neue Kunden dazu. Und das alles nach dem System, das ich in meinem Ratgeber beschrieben habe. Natürlich musste ich über die Zurückweisung meines treuen Leders noch so richtig schmunzeln, als ich den Telefonhörer längst aufgelegt hatte. Ich gönne ihm seinen Erfolg. Eines aber hat er in seinem jetzigen Goldrausch leider gar nicht begriffen. Der Markt im Internet ist für alle da. Die Arrangement an den Tag legen, die beherzt anfangen und das tun, was zu tun ist. Und die nicht gleich mit einer geistigen Vollbremsung durchstarten wollen. Noch ein Tipp von mir. Wenn Sie mein Buch Super Profit mit Hörbüchern gelesen haben, werden Ihnen noch ganz andere Ideen kommen. Dann wissen Sie, mit welchen Produkten Sie Ihre Einnahme ebenfalls rasch steigern können. Einfach über dieses System. Leichter können Sie von zu Hause aus kein Geld verdienen. Und wann starten Sie endlich durch? Bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.